Japan, 1945. Eine Bombe demonstriert die schreckliche Macht der Kernfusion. Dieselbe Macht wird heute zwar für friedliche Zwecke eingesetzt, aber sie ist weiterhin gefährlich. 1979. Tausende fliehen nach einem Reaktorunfall auf Three Mile Island bei Harrisburg, Pennsylvania. 1986. Eine Explosion und eine totale Kernschmelze im ukrainischen Tschernobyl sorgen in ganz Europa für Panik. Nach den Vorfällen sollten die Kernkraftwerke weltweit sicherer gemacht werden. Im Jahr 2011 wird das Kernkraftwerk in Fukushima erst von einem Erdbeben erschüttert und dann von einem Tsunami getroffen. In Japan beginnt ein neuer atomarer Albtraum und die Welt wird erneut mit der gefährlichen Seite der Kernenergie konfrontiert. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Nordjapan, 11. März 2011. Die Vorschullehrerin Eriko Horiuchi hält Unterricht. Als plötzlich der Raum bebt. Das Beben war sehr stark und dauerte lange an. Sachen fielen zu Boden. Ich dachte, das Gebäude stürzt ein. Sie muss schnell und überlegt handeln. Die Kinder und ich krochen unter Tische und dann warteten wir ab. Das Erdbeben dauert 5 Minuten. Noch 230 Kilometer weiter in Tokio ist es zu spüren. Eriko ist für das Wohl der Kinder verantwortlich. Die Kinder kannten die Katastrophenübungen und sie befolgten unsere Anweisungen. Alles lief nach Plan. Wolkenkratzer schwanken und Gebäude stürzen ein. Die meteorologische Behörde von Japan misst ein Erdbeben der Stärke 9,0. Es ist das stärkste Erdbeben, das jemals in Japan registriert wurde. Und obwohl das Epizentrum 130 Kilometer weit entfernt im Meer liegt, zeigen die ersten Bilder verheerende Auswirkungen im gesamten Norden des Landes. In Tokio eilt der Kommunikationsexperte Kenichi Shimomura zum unterirdischen Krisenzentrum des Premierministers. Das Erdbeben ist so stark, dass von einer ernsten humanitären Katastrophe ausgegangen werden muss. Die Regierung beruft eilig eine Krisensitzung ein. Aufgrund des Ausmaßes der Katastrophe wusste ich, dass die Zentralregierung selbst die Initiative ergreifen musste, statt auf die Reaktionen der Kommunalverwaltungen zu warten. Fünf japanische Kernkraftwerke liegen in dem am schwersten betroffenen Gebiet. Fukushima ist das größte davon. Es produziert genug Energie, um ganz Tokio zu versorgen. Das Team des Premierministers steht nicht in direkter Verbindung mit den Kraftwerken. Alle Informationen der Kraftwerkbetreiberfirma TEPCO laufen über die staatliche Atombehörde, die von Yoshinori Moriyama geleitet wird. Direkt nach dem Beben erhielten wir vom Kraftwerk Fukushima die Nachricht, dass das Stromnetz zusammengebrochen war. Fukushima liegt nur 178 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt. Thank you.
Bei den ersten Anzeichen von Beben wird in der Anlage die Schnellabschaltung eingeleitet. Die Reaktoren werden kontrolliert heruntergefahren. Das Kraftwerk selbst hat offenbar nur geringe Schäden erlitten. Aber das Beben hat wichtige Stromverbindungen der Anlage gekappt. Notstromaggregate werden aktiviert, um das sichere Herunterfahren der Reaktoren zu gewährleisten. In Japan wird Tsunami-Warnung gegeben. Der gesamte Nordpazifikraum ist in Alarmbereitschaft. Auch das Kernkraftwerk Fukushima. An Erikos Schule haben alle Kinder das Beben unverletzt überstanden. Gemäß Notfallplan muss die Schule komplett evakuiert werden. Sie bringt die Kinder in Busse, die sie nach Hause fahren werden, in das tiefer gelegene Küstengebiet. Die Tsunami-Warnung hat sie nicht gehört. Auch das Atomkraftwerk Fukushima wird evakuiert. Eine Notfallbesetzung, die sogenannten Fukushima 50, bleibt zurück, um den Tsunami abzuwarten. Vor der japanischen Küste übertragen Nachrichtenkameras live den auf die Inseln zurasenden Tsunami. Rollt der Tsunami über das Kraftwerk Fukushima. Wasser dringt in die Anlage. Die Stromversorgung bricht nahezu komplett zusammen. Zwei Arbeiter, die gerade Schäden im Keller aufnehmen, sind sofort tot. Kontrollräume versinken in Dunkelheit. Die Fukushima 50 können Druck und Temperatur nicht länger überwachen. Und was noch schlimmer ist, die Kühlsysteme sind ausgefallen. Die Lehrerin Eriko macht sich große Sorgen. Das Schicksal der Kinder liegt vielleicht in ihren Händen. Die Busroute führte an der Küste entlang. Und ich befürchtete, dass die Kinder vom Tsunami fortgerissen wurden. Bei seiner Ankunft im Krisenzentrum in Tokio erfährt Premierminister Naoto Kan, dass das Kraftwerk Fukushima einen totalen Stromausfall erlitten hat. Atomexperten bringen den Premierminister auf den neuesten Stand. Selbst die sogenannten Experten wussten nicht, was zu tun war. Niemand hatte mit einer solchen Situation gerechnet. Die Leiter der Anlage versuchen verzweifelt, die Reaktoren zu kühlen. Dafür benötigen sie Strom. Wir mussten mobile Generatoren einsetzen. Das war unsere letzte Chance. Die Straßen um das Kraftwerk sind schwer beschädigt. Der Transport der Generatoren erweist sich als äußerst schwierig. Im
beschädigten Kontrollraum von Reaktor 1 versuchen Ingenieure herauszufinden, was im Inneren des Reaktors vor sich geht. Mithilfe von batteriebetriebenen Instrumenten versuchen sie Messungen vorzunehmen. Das Strahlungsniveau steigt. Die Fukushima 50 tragen Strahlenanzüge und Atemgeräte, um sich zu schützen. Die Instrumente zeigen an, dass der Druck im Reaktor steigt. Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, den Druck zu senken. Der Premierminister wird über die Vorgänge informiert. Er ruft offiziell den nuklearen Notstand aus. Wie zu sich selbst, sagte der Premierminister immer wieder, es ist wirklich ernst. Entschiedene Maßnahmen müssen ergriffen werden, aber die Informationslage ist dürftig. Es liegen keine aktuellen Messergebnisse vor. Aber wissenschaftliche Berater glauben zu wissen, wie sie den Druckaufbau im Reaktor verhindern können. Der Druck im Reaktorsicherheitsbehälter muss immer niedrig gehalten werden. Es gibt ein Überdruckventil. Wenn man das öffnet, nimmt der Druck im Inneren ab. Die Berater des Premierministers schlagen das Öffnen der Ventile vor, um Dampf abzulassen. Doch die Kraftwerksleitung verwirft den Vorschlag. Es wird befürchtet, dass durch das Öffnen der Ventile radioaktives Material freigesetzt wird. Doch auf Anweisungen hin versuchen die Fukushima 50, die Sicherheitsventile zu finden. Im schwachen Schein der Taschenlampen gestaltet sich die Suche schwierig. Und die tragbaren Geigerzähler zeigen an, dass das Strahlungsniveau weiter steigt. Der Grund dafür könnte ein durch das Beben verursachter Riss im Reaktor sein. Den Premierminister erreichen weitere schlechte Nachrichten. Mobile Generatoren wurden zur Anlage gebracht, aber das reicht nicht. Durch den Tsunami waren überall auf dem Gelände Schutt und Trümmer. Die mobilen Generatoren konnten nur mit Mühe auf das Gelände gefahren und zu den Reaktorgebäuden gebracht werden. Die Kabelverbindungen zu den Reaktoren erweisen sich als zu kurz. Die Anlage ist noch immer ohne Strom. Acht Kilometer vom Kraftwerk Fukushima entfernt werden Eriko Horiuchi und ihr Mann immer nervöser. Es gab Gerüchte von freigesetzter Strahlung und Problemen im Kraftwerk. Und meine Nervosität nahm zu. Die Kommunalbehörden bestätigen die Berichte aber nicht. Mithilfe internationaler Nachrichtenagenturen findet Erikos Ehemann, der Schweizer Dominik, mehr heraus. I still had contact to the Internet. Im Internet ging ich auf die Seiten internationaler Zeitungen. Dort erfuhr man ein bisschen mehr über die Katastrophe. Und meine Frau hatte Gerüchte über Probleme im Kraftwerk gehört. Wir entschieden uns, am nächsten Morgen wegzufahren. Die Straßen waren aufgerissen und wir wussten nicht, wie wir wegkommen sollten. Wir entschieden uns, erst um 5 Uhr morgens zu fahren. Es ist zu gefährlich, die zerstörten Straßen im Dunkeln zu befahren. Eriko und ihre Familie wollen bis zum Morgen warten. Im Kraftwerk Fukushima ist der Druck im Reaktor 1 inzwischen so hoch, dass die Arbeiter eine Explosion befürchten. Die Überdruckventile konnten noch immer nicht gefunden werden. Samstag,
12. März. 8 Kilometer vom Kernkraftwerk Fukushima entfernt verlassen Eriko und ihr Mann ihr Haus. Wir wollten so weit wie nur möglich vom Kraftwerk weg. Wir fuhren um 5 Uhr morgens los und um 6 kam dann der offizielle Evakuierungsbefehl. Eine Stunde nachdem sie losgefahren sind, bleiben sie bereits im Stau stecken. Aus Angst vor radioaktiver Strahlung machen sich zehntausende Menschen auf den Weg zu den Evakuierungszentren. Aufgrund der nur unzureichenden Kommunikation mit dem Kraftwerk will sich Premierminister Khan persönlich ein Bild von der Lage machen. Der Anblick war während des gesamten Fluges derselbe. Überall war das Land mit Wasser bedeckt. Wir konnten nicht sagen, wo es aufhörte und das Meer begann. Am Kraftwerk angekommen, verlangt der Premierminister ein Treffen mit dem Management. Er will wissen, warum die Überdruckventile der Reaktoren noch nicht geöffnet wurden. Sie meinten, dass die Ventile innerhalb der nächsten 4 Stunden geöffnet würden. Der Premierminister sagte daraufhin, das sagen Sie schon seit gestern und bis jetzt ist noch nichts passiert. Warum? Die Suche nach den Ventilen im Dunkeln und bei steigendem Strahlungsniveau ist extrem gefährlich. Ein Arbeiter wurde bereits wegen starker Verstrahlung ins Krankenhaus gebracht. Und als sie die Ventile endlich finden, lassen sie sich aufgrund des Stromausfalls nur sehr schwer öffnen. Denn normalerweise werden sie von Maschinen bewegt, die am Stromnetz hängen. Mit Hilfe von Autobatterien und roher Gewalt müssen die Fukushima 50 versuchen, die Ventile aufzubekommen. Als die Ventile schließlich geöffnet wurden, sank der Reaktordruck. Das Management glaubt, dass der Reaktor 1 sicher ist, bis das Stromnetz und die Kühlung wieder funktionieren. Doch das Strahlungsniveau auf dem Gelände steigt weiter. Die Ingenieure hoffen, dass die Werte auf den gerade freigesetzten radioaktiven Dampf zurückzuführen sind. Doch es besteht außerdem die beunruhigende Möglichkeit, dass die 15 cm dicke Reaktorwand gerissen ist und dass eine Kernschmelze zur Freisetzung von Kernbrennstoff aus dem Reaktor geführt hat. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. 15.36 Uhr. Ein schweres Nachbeben erschüttert die Anlage. Vom Kraftwerk kam die Meldung eines großen Bebens. Fast im selben Moment kommt es im Reaktorgebäude 1 zu einer Explosion. Man konnte eine weiße Rauchwolke erkennen und das Strahlungsniveau stieg dramatisch an. Arbeiter messen am Reaktor 1 Strahlungswerte, die 1000-mal höher sind als normal. Es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Reaktor selbst beschädigt sein könnte und leckt. Auch der Zustand anderer Reaktoren ist kritisch. Uns wurde klar, dass auch andere Reaktoren beschädigt waren. Die Reaktoren 1 bis 3 befanden sich in kritischem Zustand. Zwei Tage später. Es kommt zur Explosion in Reaktorgebäude 3.
Damit bestätigen sich die Befürchtungen des Premierministers. Ich war verzweifelt. Der Premierminister machte den Experten Vorwürfe. Sie alle haben mir versichert, dass es nicht zu einer Explosion kommt. Wie konnte das passieren? Er ahnt eine katastrophale Strahlenfreisetzung. Eine Befürchtung, die die Weltbevölkerung, die durch die Medien die Geschehnisse verfolgt, teilt. In den folgenden Stunden steigt das Strahlungsniveau am Kraftwerk weiter. Die Fukushima 50 haben die Reaktoren noch immer nicht unter Kontrolle. In einer Live-Ansprache muss Premierminister Kan die bittere Wahrheit verkünden. Es wird immer wahrscheinlicher, dass noch mehr radioaktives Material austritt. »180.000 Menschen sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und Notunterkünfte aufzusuchen. Keiner weiß, für wie lange.« Eriko ist 80 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Aber ihre Angst ist so groß, dass sie noch weiter weg will. Wir wollten das Land verlassen, aber alle Flüge waren ausgebucht. Wir versuchten es an vielen weit entfernten Flughäfen, aber es war nichts mehr frei. Eriko und ihre Familie müssen vorerst bleiben und sich dem Strahlungsrisiko aussetzen. Am folgenden Tag führt eine weitere Explosion zu einem riesigen Brand in Reaktorgebäude 4. Nach der ersten Explosion gaben wir unser Bestes, um die zwei anderen zu verhindern. Leider konnten wir nichts tun, um sie abzuwenden. Das ist die traurige Tatsache. Als das Feuer erloschen ist, lässt der von Reaktorgebäude 4 aufsteigende Dampf darauf schließen, dass die verbrauchten Brennstäbe in den offenen Kühlbecken überhitzt sind, was noch mehr Strahlungsfreisetzung bedeuten würde. Die größte Katastrophe wäre eine Kernschmelze. Die Brennstäbe müssen mit Wasser gekühlt werden. Chinook-Hubschrauber sollen es aus der Luft abwerfen. Das verwendete Meerwasser wird zur Korrosion der Anlage führen und die Reaktoren für immer unbrauchbar machen. Starke Winde erschweren die Arbeit. Und das Strahlungsniveau über der Anlage ist so hoch, dass die Bemühungen schließlich ganz eingestellt werden müssen. Nur die Feuerwehr kann die Brennstäbe jetzt noch mit ausreichend Wasser kühlen. Ichiro Suzu wird von seinen Aufgaben bei der Tsunami-Hilfe abgezogen, um ein Spezialteam von Feuerwehrmännern zu leiten. Ich kam in Fukushima an und wollte die hohen Erwartungen unseres Landes erfüllen. An der Zufahrt herrschte eine unheimliche Stille. Das Innere des Kraftwerks Fukushima erinnerte mich irgendwie an einen Horrorfilm. Trotz aller Gefahren verbringen Suzu und sein Team Tage damit, Wasser in die Kühlbecken zu spritzen. Zum Schutz vor einem Fallout trägt Ichiro zwei Strahlungsanzüge. Ich trug diese Schutzanzüge 7 Stunden lang und es war fürchterlich heiß darunter. So heiß, dass mir der Schweiß aus dem Filter der Atemmaske tropfte. Es war die Hölle. Ich konnte weder trinken noch auf die Toilette gehen. Es war unglaublich anstrengend.
Während Ichiro Suzu und sein Team um die Kontrolle im Kraftwerk kämpfen, fließt radioaktiv verseuchtes Kühlwasser zurück ins Meer. Im 230 Kilometer entfernten Tokio gibt es Meldungen darüber, dass die Trinkwasserversorgung gefährdet sein könnte. Der Premierminister muss entscheiden, ob die Evakuierungszone auf 250 Kilometer ausgeweitet werden soll. Das würde bedeuten, dass 30 Millionen Menschen inklusive der gesamten Bevölkerung von Tokio ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssten. Noch nie musste eine Regierung in der jüngsten Geschichte so drastische Maßnahmen ergreifen. Erst nach über 2 Wochen wird das Kraftwerk wieder mit Strom versorgt. Aber es ist viel zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Es tritt weiter Strahlung aus den Reaktoren aus. Japan und die Welt wollen wissen, was im Inneren des Kraftwerks passiert. Und wie es in Fukushima zu einem solchen Desaster kommen konnte. Wenige Tage nach dem Tsunami beginnen die offiziellen Untersuchungen. Die japanische Regierung lädt Vertreter der Internationalen Atomenergieorganisation nach Japan ein. Sie arbeiten mit den japanischen Energieexperten zusammen, um Informationen zu sammeln und die andauernde Krise im Kraftwerk in den Griff zu bekommen. Es soll sichergestellt werden, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Das Team internationaler Experten wird vom Atomphysiker Dr. Mike Waitman geleitet. Der erste Eindruck vom Gelände ist gut. Aber dann schaut man sich die Reaktorgebäude genauer an. Die Bilder, die ich vorher gesehen hatte, konnten den Eindruck vollkommener Verwüstung, den ich hier bekam, nicht wiedergeben. 3 von 6 Reaktoren in Fukushima sind vollkommen zerstört. Aber wie alle Kernkraftwerke wurde auch Fukushima mit höchsten Sicherheitsanforderungen konstruiert. Es besteht ein ständiges Risiko von Unfällen wie in Three Mile Island und Tschernobyl. In Japan sind Erdbeben und Tsunamis die größte Gefahr. In Fukushima schützen Mauern die Anlage vor Tsunamiwellen. Die Reaktoren sind tief ins harte Gestein eingelassen, um sie vor Schäden durch Erdbeben zu schützen. Notstromaggregate dienen als Ausfallsicherung und halten die Anlage am Laufen, sollte der Strom ausfallen. Doch keine dieser Sicherheitsmaßnahmen konnte Fukushima vor der Katastrophe bewahren. Mithilfe von Untersuchungsergebnissen rollen wir das Geschehen dieses Tages noch einmal auf und zeigen, wie es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu einem solchen Desaster kommen konnte. Mike Waitman untersucht die Sicherheitssysteme von Fukushima, um der Ursache für das Unglück auf den Grund zu gehen. Er entdeckt entscheidende Mängel in den Konstruktionsplänen der Anlage. Die Ingenieure machten sich anscheinend mehr Sorgen über Erdbeben als über Tsunamis. Beim Bau der Reaktoren 1 bis 4 in den 1960er Jahren war eine Absenkung des Geländes um 25 Meter vorgesehen. Die Reaktorgebäude wurden im Felsmassiv unterhalb der Anlage verankert. Im Falle von Erdbeben waren die Reaktoren so vor einem Einsturz sicher. Aber es war kein Schutz gegen Tsunamis. Für diesen Zweck wurden Mauern um das Gelände errichtet. Sie konnten Wellen von 6 Metern Höhe standhalten. Leider hat sich gezeigt, dass Tsunamiwellen die Schutzmauern problemlos überwinden. Die Fluthöhe des Tsunamis betrug 14 bis 15 Meter und die Wellen trafen direkt auf die Reaktorgebäude. Die Schutzvorkehrungen waren ganz offensichtlich nicht ausreichend.
Bauarbeiter filmt die Tsunamiwelle. Ein anderer macht Bilder von den Wellen, die das Gelände überfluten. Die Schutzmauern waren zu niedrig. Dieser einfache Planungsfehler löst eine Reihe katastrophaler Ereignisse aus, die das Kernkraftwerk an den Rand einer Kernschmelze bringen. Während des Erdbebens fällt der Strom aus. Das stärkste Beben in der Geschichte Japans bringt das Stromnetz zum Erliegen. Zum Zeitpunkt des Bebens wurden die Reaktoren automatisch heruntergefahren. Das muss so sein. Die Notstromaggregate gehen wie vorgesehen in Betrieb. Alle Kernkraftwerke besitzen Notstromsysteme. In dieser Anlage mit ihren 6 Reaktoren gab es 13 Dieselgeneratoren. Und die arbeiteten wie vorgesehen. Doch dann kommt der Tsunami. Tausende Tonnen Wasser überschwemmen die Anlage und einen Großteil der Dieselgeneratoren. Die Dieselgeneratoren befanden sich unten in den Turbinengebäuden und in den Untergeschossen der Anlage. Kein guter Standort im Fall einer Überflutung. Die Wasserschutztüren können den Tsunami nicht aufhalten. Der Strom fällt komplett aus. Die Ingenieure können die Hitze, die sich im Inneren der riesigen Reaktordruckbehälter anstaut, nicht kontrollieren. Zunächst fällt der große Reaktordruckbehälter ins Auge. Er hat in etwa die Größe eines Doppeldeckerbusses. Er funktioniert eigentlich wie ein Wasserkessel. Tief im Inneren des Reaktors entsteht durch Atomreaktionen Wärme, durch die sich Wasserdampf bildet, der dann Turbinen antreibt. Fällt der Strom aus, bricht der Wasserkreislauf zusammen, der das System vor Überhitzung bewahrt. Die Atomreaktionen laufen aber weiter ab. Das heißt, die Brennstäbe produzieren weiterhin Wärme. Die Kühlung ist ein entscheidender Faktor für den sicheren Ablauf von Atomreaktionen. Der Reaktor muss ständig gekühlt werden, damit es sicher ist. Doch es gibt keinen Strom für die Kühlwasserpumpen. Die Brennstäbe überhitzen und schmelzen. Durch die Kernschmelze werden große Mengen Radioaktivität freigesetzt. Die Temperatur- und Druckfühler in der gesamten Anlage sind außer Betrieb. Damit ist der Zustand der Reaktoren unklar. Bei den Notfallmaßnahmen ist Improvisation gefragt. Als wir 10 Wochen später hinkamen, waren immer noch sehr viele PKWs auf dem Gelände. Man versuchte daher, mit Autobatterien die Messinstrumente zu betreiben, um die Werte in den Reaktoren festzustellen. Mithilfe der Autobatterien erhalten die Ingenieure wenigstens momentane Werte zum Zustand in den Reaktoren. Wie weiß man denn, wie viel Wasser noch im Reaktor ist? Und wo ist es? Es wurde alles Menschenmögliche getan, um das herauszufinden. Die Batterien liefern den Fukushima 50 wichtige Daten. Es gelingt ihnen sogar, Sicherheitsventile zu öffnen. Die Messwerte lassen ahnen, welches gefährliche Stadium die Erhitzung im Reaktor erreicht hat und wie nah man vor einer Kernschmelze steht. Doch ohne Strom für die Kühlsysteme kann nichts unternommen werden. Und damit nicht genug. Aufgrund der Konstruktion der Anlage führt der Stromausfall zu einem weiteren unlösbaren Problem. Waitman glaubt, dass die veraltete Konstruktion der Reaktoren ursächlich für die 3 Explosionen in der Anlage ist. Tonnenweise Kernbrennstoff ist in Brennstäben gelagert. Normalerweise wird er durch einen Wasserkreislauf kühl gehalten. Die Brennstabhülle besteht aus einer dünnen Schicht des seltenen Metalls Zirconium, das die Stäbe vor Überhitzung schützt, ohne die Atomreaktionen zu behindern. Doch wenn die Temperaturen zu hoch ansteigen, wird Zirconium hochreaktiv. Der Reaktorkern hat einen hohen Zirconiumanteil. Überhitzt der Kern,
Dann reagiert Zirkonium mit Wasserdampf und es bildet sich Wasserstoff. Es wird geschätzt, dass die Temperaturen im Reaktor 2800 Grad Celsius erreicht haben. Das genügt, um eine Reaktion von Zirkonium und Wasserdampf auszulösen. Als der hochentzündliche Wasserstoffanteil immer weiter zunimmt, lassen die Ingenieure ihn in die Betonhülle ab, die den Reaktor umgibt. Dabei entweicht auch radioaktives Material von den Brennstäben. Durch Sicherheitsventile wird das Gemisch ins Freie geleitet. Doch nicht der gesamte Wasserstoff gelangt nach draußen. Große Mengen Wasserstoff sammeln sich im oberen Teil des Gebäudes. Die Fukushima 50 können die Entzündung des Gases nicht verhindern. Überall gab es defekte Geräte. Es brauchte nur einen Funken für eine Explosion. Die Wasserstoffansammlung löst zwei verheerende Explosionen in den Reaktoren 1 und 3 und einen vernichtenden Brand in Reaktor 4 aus. Die Welt steht unter Schock. Japans Atomkrise hat offiziell denselben Schweregrad wie... Es wird mit dem Störfall in Tschernobyl verglichen. Atomexperten in Europa glauben, dass die Japaner die Kontrolle verloren haben. Es ist ernster, als die ersten Berichte glauben ließen. Panik greift um sich, als die Vergleiche mit den Vorfällen in Tschernobyl Erinnerungen an den radioaktiven Fallout wachrufen, der die ganze Welt betraf. In Tschernobyl wurden 8 Tonnen Kernbrennstoff in die Erdatmosphäre abgegeben, als der Reaktor explodierte. Mike Waitman beurteilt die Menge der in Fukushima freigesetzten Strahlung, um einen Vergleich mit dem Störfall in Tschernobyl anstellen zu können. Verglichen mit Tschernobyl wurde in Fukushima Daiichi nur ein Zehntel der Strahlungsmenge freigesetzt. Die Auswirkungen sind nicht so weitreichend. Waitman weiß, dass es in Fukushima anders hätte ausgehen können. Vielleicht sogar genauso schlimm wie in Tschernobyl. Hätte man den Wasserstoff nicht abgelassen, dann wäre der Druck in den Reaktoren so groß geworden, dass die Explosion nicht nur die Gebäude, sondern die Reaktoren selbst gesprengt hätte. Reaktor 3 beinhaltete 88 Tonnen Plutonium und Uran, die freigesetzt worden wären. Genau wie 1986 in Tschernobyl. Als das Kraftwerksmanagement den Anweisungen des Premierministers folgte und Dampf aus dem Inneren abließ, um den Reaktordruck zu senken, wurde eine größere Katastrophe abgewendet. Waitman schließt daraus, dass die Ingenieure der Anlage die richtigen Entscheidungen getroffen und so Schlimmeres verhindert haben. 2 Wochen nach dem Tsunami wird die Stromversorgung der Anlage wiederhergestellt. Nach und nach sinken die Temperaturen in den Reaktoren. Doch der geschmolzene Kernbrennstoff ist immer noch da und er gibt weiter Strahlung ab. Nur Roboter können noch in die Nähe der Reaktoren. Es könnten 10 Jahre vergehen, bis Forscher die Reaktoren genauer untersuchen und herausfinden können, wie bei der Kernschmelze eine so große Menge radioaktiver Strahlung freigesetzt werden konnte. Mike Waitman kennt die Lücken in den Sicherheitsvorkehrungen, die zu der katastrophalen Kettenreaktion führten. Er will wissen, ob die Betreiberfirma der Anlage, TEPCO, das Unglück hätte verhindern können. Er geht von einem fahrlässigen Verhalten aus. 2002 nahm TEPCO an einer Studie über die Auswirkungen von Tsunamis auf Kraftwerke teil. Die Betreiberfirma kam daraufhin zu dem Schluss, dass eine Wahrscheinlichkeit von 0% bestand, dass es innerhalb der nächsten 30 Jahre zu einem Erdbeben kommen würde, das stark genug wäre, um einen für Fukushima gefährlichen Tsunami zu verursachen. Doch die Annahme war falsch. Die Gefahr durch Tsunamis wurde nicht ernst genug genommen. Auch die Risiken seltener Naturereignisse müssen beim Anlagenbau einkalkuliert werden. TEPCO behauptet, alle Risiken berücksichtigt und angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.
Der Betreiber räumt jedoch ein, dass das Ausmaß des Tsunamis alle Vorstellungen gesprengt hätte und dass seit diesem Ereignis alles getan worden ist, um die Reaktoren zu stabilisieren. Nach der Katastrophe verbreiten sich die Informationen über das Missmanagement wie ein Lauffeuer. Einwohner wie Eriko sind der Meinung, dass sie zu spät und nur unzureichend über die potenziellen Gefahren informiert wurden. Sie geben der Betreiberfirma TEPCO und der Regierung die Schuld. Es gab keinerlei Strahlungsmeldungen. Wir hörten nur von der Ausweitung der Evakuierungszone. Auch die Regierung konnte die Bevölkerung nicht ausreichend informieren. Der Premierminister bemühte sich zwar um Offenheit, doch er war auf seine Berater angewiesen. Direkt nach dem Unglück fragte der Premierminister die Experten, was passiert ihrer Meinung nach als nächstes in Fukushima? Niemand konnte eine klare Antwort geben. Doch in einem waren sich alle einig. Durch die ausgefeilte Konstruktion der Anlage war eine Wasserstoffexplosion ausgeschlossen. Wir dachten, wenn man ihnen nicht glauben kann, wem dann? Den Experten des Premierministers standen nur wenige Daten zur Verfügung, denn TEPCO gab kaum Informationen heraus. Was wussten die Leute aus dem Kraftwerk, wie beispielsweise die Mitarbeiter von TEPCO? Und gaben sie alles, was sie wussten, an die Regierung weiter? Premierminister Naoto Kan ist nicht mehr Herr der Lage. 5 Monate nach dem Tsunami muss er sein Amt niederlegen. Ein Ende der Fukushima-Katastrophe ist noch nicht in Sicht. Im Kraftwerk werden Kaltabschaltungen an den Reaktoren durchgeführt. Dennoch geben sie weiterhin gefährliche Strahlung ab. Die Situation ist offensichtlich noch nicht unter Kontrolle. Und es kann noch Jahre dauern, bevor es hundertprozentige Klarheit gibt. In der Zwischenzeit können wir als Weltgemeinschaft unsere Lehren ziehen. Einige Länder haben auf die Ereignisse reagiert. Im Mai 2011, 2 Monate nach dem Unglück, beschließt die deutsche Regierung, Atomförderprogramme einzustellen und die Erforschung erneuerbarer Energien verstärkt zu finanzieren. Die Schweiz und Italien schließen sich an. In Japan werden 30% des Energieverbrauchs durch Atomstrom gedeckt. Ohne die Stromproduktion in Fukushima kommt es in Tokio regelmäßig zu Versorgungsengpässen. In Fukushima haben die Arbeiter, die während der schweren Krise bei der Anlage blieben, und Feuerwehrmänner wie Ichiro Suzu von den Ärzten Entwarnung bekommen. Doch auch hinsichtlich der Gesundheit der Bevölkerung wird es noch Jahre dauern, bis alle Folgen deutlich werden. Lehrerin Eriko kam nie weiter als bis zum Flughafen. Heute lebt sie mit ihrer Familie ca. 80 Kilometer vom Kraftwerk entfernt in einer Wohnung. Der Bus, der ihre Vorschulklasse nach Hause bringen sollte, wurde vom Tsunami verschont. Alle Kinder überlebten. Im Gebiet um Fukushima werden die Auswirkungen des Unglücks noch jahrelang spürbar sein. Die 20 Kilometer breite Sperrzone um das Kraftwerk wird weiterhin aufrechterhalten. Die Bauernhöfe sind verlassen. Auf den Feldern müssen 4 cm der obersten Erdschicht abgetragen werden. Sie ist verstrahlt. Bis alle Maßnahmen durchgeführt sind, kann nichts angebaut werden. Es können noch 10 Jahre vergehen, bis 100.000 Menschen in den Evakuierungszentren der Region wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen.
1945. Eine Bombe demonstriert die schreckliche Macht der Kernfusion. Dieselbe Macht wird heute zwar für friedliche Zwecke eingesetzt, aber sie ist weiterhin gefährlich. 1979. Tausende fliehen nach einem Reaktorunfall auf Three Mile Island bei Harrisburg, Pennsylvania. 1986. Eine Explosion und eine totale Kernschmelze im ukrainischen Tschernobyl sorgen in ganz Europa für Panik. Nach den Vorfällen sollten die Kernkraftwerke weltweit sicherer gemacht werden. Im Jahr 2011 wird das Kernkraftwerk in Fukushima erst von einem Erdbeben erschüttert und dann von einem Tsunami getroffen. In Japan beginnt ein neuer atomarer Albtraum und die Welt wird erneut mit der gefährlichen Seite der Kernenergie konfrontiert. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Nordjapan. 11. März 2011. Die Vorschullehrerin Eriko Horiuchi hält Unterricht. Als plötzlich der Raum bebt. Das Beben war sehr stark und dauerte lange an. Sachen fielen zu Boden. Ich dachte, das Gebäude stürzt ein. Sie muss schnell und überlegt handeln. Die Kinder und ich krochen unter Tische und dann warteten wir ab. Das Erdbeben dauert 5 Minuten. Noch 230 Kilometer weiter in Tokio ist es zu spüren. Eriko ist für das Wohl der Kinder verantwortlich. Die Kinder kannten die Katastrophenübungen und sie befolgten unsere Anweisungen. Alles lief nach Plan. Wolkenkratzer schwanken. Und Gebäude stürzen ein. Die meteorologische Behörde von Japan misst ein Erdbeben der Stärke 9,0. Es ist das stärkste Erdbeben, das jemals in Japan registriert wurde. Und obwohl das Epizentrum 130 Kilometer weit entfernt im Meer liegt, zeigen die ersten Bilder verheerende Auswirkungen im gesamten Norden des Landes. In Tokio eilt der Kommunikationsexperte Kenichi Shimomura zum unterirdischen Krisenzentrum des Premierministers. Das Erdbeben ist so stark, dass von einer ernsten humanitären Katastrophe ausgegangen werden muss. Die Regierung beruft eilig eine Krisensitzung ein. Aufgrund des Ausmaßes der Katastrophe wusste ich, dass die Zentralregierung selbst die Initiative ergreifen musste, statt auf die Reaktionen der Kommunalverwaltungen zu warten. Fünf japanische Kernkraftwerke liegen in dem am schwersten betroffenen Gebiet. Fukushima ist das größte davon. Es produziert genug Energie, um ganz Tokio zu versorgen. Das Team des Premierministers steht nicht in direkter Verbindung mit den Kraftwerken. Alle Informationen der Kraftwerkbetreiberfirma TEPCO laufen über die staatliche Atombehörde, die von Yoshinori Moriyama geleitet wird. Direkt nach dem Beben erhielten wir vom Kraftwerk Fukushima die Nachricht, dass das Stromnetz zusammengebrochen war. Fukushima liegt nur 178 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt.
Bei den ersten Anzeichen von Beben wird in der Anlage die Schnellabschaltung eingeleitet. Die Reaktoren werden kontrolliert heruntergefahren. Das Kraftwerk selbst hat offenbar nur geringe Schäden erlitten. Aber das Beben hat wichtige Stromverbindungen der Anlage gekappt. Notstromaggregate werden aktiviert, um das sichere Herunterfahren der Reaktoren zu gewährleisten. In Japan wird Tsunami-Warnung gegeben. Der gesamte Nordpazifikraum ist in Alarmbereitschaft. Auch das Kernkraftwerk Fukushima. An Erikos Schule haben alle Kinder das Beben unverletzt überstanden. Gemäß Notfallplan muss die Schule komplett evakuiert werden. Sie bringt die Kinder in Busse, die sie nach Hause fahren werden, in das tiefer gelegene Küstengebiet. Die Tsunami-Warnung hat sie nicht gehört. Auch das Atomkraftwerk Fukushima wird evakuiert. Eine Notfallbesetzung, die sogenannten Fukushima 50, bleibt zurück, um den Tsunami abzuwarten. Vor der japanischen Küste übertragen Nachrichtenkameras live den auf die Inseln zurasenden Tsunami. Rollt der Tsunami über das Kraftwerk Fukushima. Wasser dringt in die Anlage. 8 Kilometer vom Kernkraftwerk Fukushima entfernt verlassen Eriko und ihr Mann ihr Haus. Wir wollten so weit wie nur möglich vom Kraftwerk weg. Wir fuhren um 5 Uhr morgens los und um 6 kam dann der offizielle Evakuierungsbefehl. Eine Stunde nachdem sie losgefahren sind, bleiben sie bereits im Stau stecken. Aus Angst vor radioaktiver Strahlung machen sich zehntausende Menschen auf den Weg zu den Evakuierungszentren. Aufgrund der nur unzureichenden Kommunikation mit dem Kraftwerk will sich Premierminister Khan persönlich ein Bild von der Lage machen. Der Anblick war während des gesamten Fluges derselbe. Überall war das Land mit Wasser bedeckt. Wir konnten nicht sagen, wo es aufhörte und das Meer begann. Am Kraftwerk angekommen, verlangt der Premierminister ein Treffen mit dem Management. Er will wissen, warum die Überdruckventile der Reaktoren noch nicht geöffnet wurden. Sie meinten, dass die Ventile innerhalb der nächsten 4 Stunden geöffnet würden. Der Premierminister sagte daraufhin, das sagen Sie schon seit gestern und bis jetzt ist noch nichts passiert. Warum? Die Suche nach den Ventilen im Dunkeln und bei steigendem Strahlungsniveau ist extrem gefährlich. Ein Arbeiter wurde bereits wegen starker Verstrahlung ins Krankenhaus gebracht. Und als sie die Ventile endlich finden, lassen sie sich aufgrund des Stromausfalls nur sehr schwer öffnen.
Denn normalerweise werden sie von Maschinen bewegt, die am Stromnetz hängen. Mithilfe von Autobatterien und roher Gewalt müssen die Fukushima 50 versuchen, die Ventile aufzubekommen. Als die Ventile schließlich geöffnet wurden, sank der Reaktordruck. Das Management glaubt, dass der Reaktor 1 sicher ist, bis das Stromnetz und die Kühlung wieder funktionieren. Doch das Strahlungsniveau auf dem Gelände steigt weiter. Die Ingenieure hoffen, dass die Werte auf den gerade freigesetzten radioaktiven Dampf zurückzuführen sind. Doch es besteht außerdem die beunruhigende Möglichkeit, dass die 15 cm dicke Reaktorwand gerissen ist und dass eine Kernschmelze zur Freisetzung von Kernbrennstoff aus dem Reaktor geführt hat. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. 15.36 Uhr. Ein schweres Nachbeben erschüttert die Anlage. Vom Kraftwerk kam die Meldung eines großen Bebens. Fast im selben Moment kommt es im Reaktorgebäude 1 zu einer Explosion. Man konnte eine weiße Rauchwolke erkennen und das Strahlungsniveau stieg dramatisch an. Arbeiter messen am Reaktor 1 Strahlungswerte, die tausendmal höher sind als normal. Es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Reaktor selbst beschädigt sein könnte und leckt. Auch der Zustand anderer Reaktoren ist kritisch. Uns wurde klar, dass auch andere Reaktoren beschädigt waren. Die Reaktoren 1 bis 3 befanden sich in kritischem Zustand. Zwei Tage später. Es kommt zur Explosion in Reaktorgebäude 3. Damit bestätigen sich die Befürchtungen des Premierministers. Ich war verzweifelt. Der Premierminister machte den Experten Vorwürfe. Sie alle haben mir versichert, dass es nicht zu einer Explosion kommt. Wie konnte das passieren? Er ahnt eine katastrophale Strahlenfreisetzung. Eine Befürchtung, die die Weltbevölkerung, die durch die Medien die Geschehnisse verfolgt, teilt. In den folgenden Stunden steigt das Strahlungsniveau am Kraftwerk weiter. Die Fukushima 50 haben die Reaktoren noch immer nicht unter Kontrolle. In einer Live-Ansprache muss Premierminister Khan die bittere Wahrheit verkünden. Es wird immer wahrscheinlicher, dass noch mehr radioaktives Material austritt. Hunderteinundachtzigtausend Menschen sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und Notunterkünfte aufzusuchen. Keiner weiß, für wie lange. Eriko ist 80 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Aber ihre Angst ist so groß, dass sie noch weiter weg will. Wir wollten das Land verlassen, aber alle Flüge waren ausgebucht. Wir versuchten es an vielen weit entfernten Flughäfen, aber es war nichts mehr frei. Eriko und ihre Familie müssen vorerst bleiben und sich dem Strahlungsrisiko aussetzen. Am folgenden Tag führt eine weitere Explosion zu einem riesigen Brand in Reaktorgebäude 4. Nach der ersten Explosion gaben wir unser Bestes, um die zwei anderen zu verhindern. Leider konnten wir nichts tun, um sie abzuwenden. Das ist die traurige Tatsache. Ja.
Wasserversorgung bricht nahezu komplett zusammen. Zwei Arbeiter, die gerade Schäden im Keller aufnehmen, sind sofort tot. Kontrollräume versinken in Dunkelheit. Die Fukushima 50 können Druck und Temperatur nicht länger überwachen. Und was noch schlimmer ist, die Kühlsysteme sind ausgefallen. Die Lehrerin Eriko macht sich große Sorgen. Das Schicksal der Kinder liegt vielleicht in ihren Händen. Die Busroute führte an der Küste entlang. Und ich befürchtete, dass die Kinder vom Tsunami fortgerissen wurden. Bei seiner Ankunft im Krisenzentrum in Tokio erfährt Premierminister Naoto Kan, dass das Kraftwerk Fukushima einen totalen Stromausfall erlitten hat. Atomexperten bringen den Premierminister auf den neuesten Stand. Selbst die sogenannten Experten wussten nicht, was zu tun war. Niemand hatte mit einer solchen Situation gerechnet. Die Leiter der Anlage versuchen verzweifelt, die Reaktoren zu kühlen. Dafür benötigen sie Strom. Wir mussten mobile Generatoren einsetzen. Das war unsere letzte Chance. Die Straßen um das Kraftwerk sind schwer beschädigt. Der Transport der Generatoren erweist sich als äußerst schwierig. Im beschädigten Kontrollraum von Reaktor 1 versuchen Ingenieure herauszufinden, was im Inneren des Reaktors vor sich geht. Mithilfe von batteriebetriebenen Instrumenten versuchen sie Messungen vorzunehmen. Das Strahlungsniveau steigt. Die Fukushima 50 tragen Strahlenanzüge und Atemgeräte, um sich zu schützen. Die Instrumente zeigen an, dass der Druck im Reaktor steigt. Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, den Druck zu senken. Der Premierminister wird über die Vorgänge informiert. Er ruft offiziell den nuklearen Notstand aus. Wie zu sich selbst, sagte der Premierminister immer wieder, es ist wirklich ernst. Entschiedene Maßnahmen müssen ergriffen werden, aber die Informationslage ist dürftig. Es liegen keine aktuellen Messergebnisse vor. Aber wissenschaftliche Berater glauben zu wissen, wie sie den Druckaufbau im Reaktor verhindern können. Der Druck im Reaktorsicherheitsbehälter muss immer niedrig gehalten werden. Es gibt ein Überdruckventil. Wenn man das öffnet, nimmt der Druck im Inneren ab. Die Berater des Premierministers schlagen das Öffnen der Ventile vor, um Dampf abzulassen. Doch die Kraftwerksleitung verwirft den Vorschlag. Es wird befürchtet, dass durch das Öffnen der Ventile radioaktives Material freigesetzt wird. Doch auf Anweisungen hin versuchen die Fukushima 50, die Sicherheitsventile zu finden. Im schwachen Schein der Taschenlampen gestaltet sich die Suche schwierig. Und die tragbaren Geigerzähler zeigen an, dass das Strahlungsniveau weiter steigt. Der Grund dafür könnte ein durch das Beben verursachter Riss im Reaktor sein.
Den Premierminister erreichen weitere schlechte Nachrichten. Mobile Generatoren wurden zur Anlage gebracht, aber das reicht nicht. Durch den Tsunami waren überall auf dem Gelände Schutt und Trümmer. Die mobilen Generatoren konnten nur mit Mühe auf das Gelände gefahren und zu den Reaktorgebäuden gebracht werden. Die Kabelverbindungen zu den Reaktoren erweisen sich als zu kurz. Die Anlage ist noch immer ohne Strom. Acht Kilometer vom Kraftwerk Fukushima entfernt werden Eriko Horiyuchi und ihr Mann immer nervöser. Es gab Gerüchte von freigesetzter Strahlung und Problemen im Kraftwerk. Und meine Nervosität nahm zu. Die Kommunalbehörden bestätigen die Berichte aber nicht. Mithilfe internationaler Nachrichtenagenturen findet Erikos Ehemann, der Schweizer Dominik, mehr heraus. I still had contact to the Internet. Im Internet ging ich auf die Seiten internationaler Zeitungen. Dort erfuhr man ein bisschen mehr über die Katastrophe. Und meine Frau hatte Gerüchte über Probleme im Kraftwerk gehört. Wir entschieden uns, am nächsten Morgen wegzufahren. And then we decided to leave early in the morning. Die Straßen waren aufgerissen und wir wussten nicht, wie wir wegkommen sollten. Wir entschieden uns, erst um 5 Uhr morgens zu fahren. Es ist zu gefährlich, die zerstörten Straßen im Dunkeln zu befahren. Eriko und ihre Familie wollen bis zum Morgen warten. Im Kraftwerk Fukushima ist der Druck im Reaktor 1 inzwischen so hoch, dass die Arbeiter eine Explosion befürchten. Die Überdruckventile konnten noch immer nicht gefunden werden. Samstag, 12. März. Als das Feuer erloschen ist, lässt der von Reaktorgebäude 4 aufsteigende Dampf darauf schließen, dass die verbrauchten Brennstäbe in den offenen Kühlbecken überhitzt sind, was noch mehr Strahlungsfreisetzung bedeuten würde. Die größte Katastrophe wäre eine Kernschmelze. Die Brennstäbe müssen mit Wasser gekühlt werden. Chinook-Hubschrauber sollen es aus der Luft abwerfen. Das verwendete Meerwasser wird zur Korrosion der Anlage führen und die Reaktoren für immer unbrauchbar machen. Starke Winde erschweren die Arbeit. Und das Strahlungsniveau über der Anlage ist so hoch, dass die Bemühungen schließlich ganz eingestellt werden müssen. Nur die Feuerwehr kann die Brennstäbe jetzt noch mit ausreichend Wasser kühlen. Ichiro Suzu wird von seinen Aufgaben bei der Tsunami-Hilfe abgezogen, um ein Spezialteam von Feuerwehrmännern zu leiten. Ich kam in Fukushima an und wollte die hohen Erwartungen unseres Landes erfüllen. An der Zufahrt herrschte eine unheimliche Stille. Das Innere des Kraftwerks Fukushima erinnerte mich irgendwie an einen Horrorfilm. Trotz aller Gefahren verbringen Suzu und sein Team Tage damit, Wasser in die Kühlbecken zu spritzen. Zum Schutz vor einem Fallout trägt Ichiro 2 Strahlungsanzüge. Ich trug diese Schutzanzüge 7 Stunden lang und es war fürchterlich heiß darunter. So heiß, dass mir der Schweiß aus dem Filter der Atemmaske tropfte. Es war die Hölle. Ich konnte weder trinken noch auf die Toilette gehen. Es war unglaublich anstrengend. Während Ichiro Suzu und sein Team um die Kontrolle im Kraftwerk kämpfen, fließt radioaktiv verseuchtes Kühlwasser zurück ins Meer.
Im 230 Kilometer entfernten Tokio gibt es Meldungen darüber, dass die Trinkwasserversorgung gefährdet sein könnte. Der Premierminister muss entscheiden, ob die Evakuierungszone auf 250 Kilometer ausgeweitet werden soll. Das würde bedeuten, dass 30 Millionen Menschen inklusive der gesamten Bevölkerung von Tokio ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssten. Noch nie musste eine Regierung in der jüngsten Geschichte so drastische Maßnahmen ergreifen. Erst nach über 2 Wochen wird das Kraftwerk wieder mit Strom versorgt. Aber es ist viel zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Es tritt weiter Strahlung aus den Reaktoren aus. Japan und die Welt wollen wissen, was im Inneren des Kraftwerks passiert. Und wie es in Fukushima zu einem solchen Desaster kommen konnte. Wenige Tage nach dem Tsunami beginnen die offiziellen Untersuchungen. Die japanische Regierung lädt Vertreter der Internationalen Atomenergieorganisation nach Japan ein. Sie arbeiten mit den japanischen Energieexperten zusammen, um Informationen zu sammeln und die andauernde Krise im Kraftwerk in den Griff zu bekommen. Es soll sichergestellt werden, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Das Team internationaler Experten wird vom Atomphysiker Dr. Mike Waitman geleitet. Der erste Eindruck vom Gelände ist gut. Aber dann schaut man sich die Reaktorgebäude genauer an. Die Bilder, die ich vorher gesehen hatte, konnten den Eindruck vollkommener Verwüstung, den ich hier bekam, nicht wiedergeben. 3 von 6 Reaktoren in Fukushima sind vollkommen zerstört. Aber wie alle Kernkraftwerke wurde auch Fukushima mit höchsten Sicherheitsanforderungen konstruiert. Es besteht ein ständiges Risiko von Unfällen wie in Three Mile Island und Tschernobyl. In Japan sind Erdbeben und Tsunamis die größte Gefahr. In Fukushima schützen Mauern die Anlage vor Tsunamiwellen. Die Reaktoren sind tief ins harte Gestein eingelassen, um sie vor Schäden durch Erdbeben zu schützen. Notstromaggregate dienen als Ausfallsicherung und halten die Anlage am Laufen, sollte der Strom ausfallen. Doch keine dieser Sicherheitsmaßnahmen konnte Fukushima vor der Katastrophe bewahren. Mithilfe von Untersuchungsergebnissen rollen wir das Geschehen dieses Tages noch einmal auf und zeigen, wie es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu einem solchen Desaster kommen konnte. Mike Waitman untersucht die Sicherheitssysteme von Fukushima, um der Ursache für das Unglück auf den Grund zu gehen. Er entdeckt entscheidende Mängel in den Konstruktionsplänen der Anlage. Die Ingenieure machten sich anscheinend mehr Sorgen über Erdbeben als über Tsunamis. Beim Bau der Reaktoren 1 bis 4 in den 1960er Jahren war eine Absenkung des Geländes um 25 Meter vorgesehen. Die Reaktorgebäude wurden im Felsmassiv unterhalb der Anlage verankert. Im Falle von Erdbeben waren die Reaktoren so vor einem Einsturz sicher. Aber es war kein Schutz gegen Tsunamis. Für diesen Zweck wurden Mauern um das Gelände errichtet. Sie konnten Wellen von 6 Metern Höhe standhalten. Leider hat sich gezeigt, dass Tsunamiwellen die Schutzmauern problemlos überwinden. Die Fluthöhe des Tsunamis betrug 14 bis 15 Meter und die Wellen trafen direkt auf die Reaktorgebäude. Die Schutzvorkehrungen waren ganz offensichtlich nicht ausreichend. Ein Arbeiter filmt die Tsunamiwelle. Ein anderer macht Bilder von den Wellen, die das Gelände überfluten.
Die Schutzmauern waren zu niedrig. Dieser einfache Planungsfehler löst eine Reihe katastrophaler Ereignisse aus, die das Kernkraftwerk an den Rand einer Kernschmelze bringen. Während des Erdbebens fällt der Strom aus. Das stärkste Beben in der Geschichte Japans bringt das Stromnetz zum Erliegen. Zum Zeitpunkt des Bebens wurden die Reaktoren automatisch heruntergefahren. Das muss so sein. Die Notstromaggregate gehen wie vorgesehen in Betrieb. Alle Kernkraftwerke besitzen Notstromsysteme. In dieser Anlage mit ihren 6 Reaktoren gab es 13 Dieselgeneratoren. Und die arbeiteten wie vorgesehen. Doch dann kommt der Tsunami. Tausende Tonnen Wasser überschwemmen die Anlage und einen Großteil der Dieselgeneratoren. Die Dieselgeneratoren befanden sich unten in den Turbinengebäuden und in den Untergeschossen der Anlage. Kein guter Standort im Fall einer Überflutung. Die Wasserschutztüren können den Tsunami nicht aufhalten. Der Strom fällt komplett aus. Die Ingenieure können die Hitze, die sich im Inneren der riesigen Reaktordruckbehälter anstaut, nicht kontrollieren. Zunächst fällt der große Reaktordruckbehälter ins Auge. Er hat in etwa die Größe eines Doppeldeckerbusses. Er funktioniert eigentlich wie ein Wasserkessel. Tief im Inneren des Reaktors entsteht durch Atomreaktionen Wärme, durch die sich Wasserdampf bildet, der dann Turbinen antreibt. Fällt der Strom aus, bricht der Wasserkreislauf zusammen, der das System vor Überhitzung bewahrt. Die Atomreaktionen laufen aber weiter ab. Das heißt, die Brennstäbe produzieren weiterhin Wärme. Die Kühlung ist ein entscheidender Faktor für den sicheren Ablauf von Atomreaktionen. Der Reaktor muss ständig gekühlt werden, damit es sicher ist. Doch es gibt keinen Strom für die Kühlwasserpumpen. Die Brennstäbe überhitzen und schmelzen. Durch die Kernschmelze werden große Mengen Radioaktivität freigesetzt. Die Temperatur- und Druckfühler in der gesamten Anlage sind außer Betrieb. Damit ist der Zustand der Reaktoren unklar. Bei den Notfallmaßnahmen ist Improvisation gefragt. Als wir 10 Wochen später hinkamen, waren immer noch sehr viele PKWs auf dem Gelände. Man versuchte daher, mit Autobatterien die Messinstrumente zu betreiben, um die Werte in den Reaktoren festzustellen. Mithilfe der Autobatterien erhalten die Ingenieure wenigstens momentane Werte zum Zustand in den Reaktoren. Wie weiß man denn, wie viel Wasser noch im Reaktor ist? Und wo ist es? Es wurde alles Menschenmögliche getan, um das herauszufinden. Die Batterien liefern den Fukushima 50 wichtige Daten. Es gelingt ihnen sogar, Sicherheitsventile zu öffnen. Die Messwerte lassen ahnen, welches gefährliche Stadium die Erhitzung im Reaktor erreicht hat und wie nah man vor einer Kernschmelze steht. Doch ohne Strom für die Kühlsysteme kann nichts unternommen werden. Und damit nicht genug. Aufgrund der Konstruktion der Anlage führt der Stromausfall zu einem weiteren unlösbaren Problem. Waitman glaubt, dass die veraltete Konstruktion der Reaktoren ursächlich für die 3 Explosionen in der Anlage ist. Tonnenweise Kernbrennstoff ist in Brennstäben gelagert. Normalerweise wird er durch einen Wasserkreislauf kühl gehalten. Die Brennstabhülle besteht aus einer dünnen Schicht des seltenen Metalls Zirconium, das die Stäbe vor Überhitzung schützt, ohne die Atomreaktionen zu behindern. Doch wenn die Temperaturen zu hoch ansteigen, wird Zirconium hochreaktiv. Der Reaktorkern hat einen hohen Zirconiumanteil. Überhitzt der Kern, dann reagiert Zirconium mit Wasserdampf und es bildet sich Wasserstoff. Es wird geschätzt, dass die Temperaturen im Reaktor 2800 Grad Celsius erreicht haben. Das genügt, um eine Reaktion von Zirconium und Wasserdampf auszulösen.
Als der hochentzündliche Wasserstoffanteil immer weiter zunimmt, lassen die Ingenieure ihn in die Betonhülle ab, die den Reaktor umgibt. Dabei entweicht auch radioaktives Material von den Brennstäben. Durch Sicherheitsventile wird das Gemisch ins Freie geleitet. Doch nicht der gesamte Wasserstoff gelangt nach draußen. Große Mengen Wasserstoff sammeln sich im oberen Teil des Gebäudes. Die Fukushima 50 können die Entzündung des Gases nicht verhindern. Überall gab es defekte Geräte. Es brauchte nur einen Funken für eine Explosion. Die Wasserstoffansammlung löst zwei verheerende Explosionen in den Reaktoren 1 und 3 und einen vernichtenden Brand in Reaktor 4 aus. Die Welt steht unter Schock. Japans Atomkrise hat offiziell denselben Schweregrad wie... Es wird mit dem Störfall in Tschernobyl verglichen. Atomexperten in Europa glauben, dass die Japaner die Kontrolle verloren haben. Es ist ernster, als die ersten Berichte glauben ließen. Panik greift um sich, als die Vergleiche mit den Vorfällen in Tschernobyl Erinnerungen an den radioaktiven Fallout wachrufen, der die ganze Welt betraf. In Tschernobyl wurden 8 Tonnen Kernbrennstoff in die Erdatmosphäre abgegeben, als der Reaktor explodierte. Mike Whiteman beurteilt die Menge der in Fukushima freigesetzten Strahlung, um einen Vergleich mit dem Störfall in Tschernobyl anstellen zu können. Verglichen mit Tschernobyl wurde in Fukushima Daiichi nur ein Zehntel der Strahlungsmenge freigesetzt. Die Auswirkungen sind nicht so weitreichend. Whiteman weiß, dass es in Fukushima anders hätte ausgehen können. Vielleicht sogar genau.